Arbeitgeber bei den Gehaltsverhandlungen nach wie vor keinen Antrieb vorgelegt haben. Bei München hat uns angestellt, die Gewerkschaft im Beruf in Salzburg und in Wien gibt es heute Demonstrationen. Nach dem gestrigen EU-Außenminister Felkenwitz heute in Brüssel ein Treffen der Verteidigungsminister der 27 EU-Länder. Es geht auch wieder um die beiden großen Krisen, der Nahostkrieg und Ukraine-Krieg. Und in New York können zahlungskräftige Passagiere künftig mit dem Flugzeug zum Flugzeug fliegen. Ab 2025 starten vom Stadtzentrum in Manhattan aus Lufttaxis. Die kleinen Passagiere in nur 7 Minuten zum New Yorker John Kennedy Airport. Lufttaxis, die mit Schwebebahnen, Propellern und Hubschrauber starten und landen können. Und Platz für 4 Passagiere werden emissionsfrei mit den Motoren betrieben. Der Schlafzeit ist nach 35. Sichten. Mehr dazu hören Sie gleich in Guten Morgen Salzburg. Zuvor die Wetteraussichten mit Claudia Schneider. Na, der Dauerregen hält an. Heute regnet es noch viel, teils kräftig, schüttet dazu der starke Nordwestwind. Ein ungemütlicher Tag für draußen. Was im Bergland jetzt noch trockener ist, das wird sich im Laufe des Vormittags dann ändern. Am wenigsten Regen kommt insgesamt im Lungau zusammen. Bei Höchstwerten heute von 8 bis 13 Grad. Morgen ist es nicht mehr ganz so viel Regen wie heute, aber schon noch etliche Regenschauer und auch Graupelschauer. Graupelschauer, schön! Ich weiß. Der Regenschwerpunkt, der liegt weiterhin im Norden des Landes. Im Bergland hingegen kann es ab und zu morgen mal auflockern. Es bleibt den ganzen Tag über stark windig. Lichtblick ist dann der Donnerstag, da scheint zeitweise die Sonne. In der Stadt Salzburg hat es jetzt 10 Grad, in Lofer 7 in Tamsweg 3. 8.37 Uhr und wir schauen auf die Straßen. Ja, wo anfangen? Ist eigentlich die Frage. Auf der A1 der Westautobahn Richtung Salzburg bei Eugendorf. Wegen der Arbeit nach einem Unfall ist die linke Fahrspur blockiert. Radio Salzburg-Hörer melden uns Stau, der immer länger und länger wird. Eine halbe Stunde länger brauchen Sie auch stadteinwärts auf der Lamprechtshausener Straße ab Acherting und auf der Oberndorfer Straße. 10 bis 15 Minuten länger auf der B1 von Hendorf nach Eugendorf und auf der Matzeer Straße vor Elixhausen. Und sehr dicht weiterhin der Frühverkehr auf der Münchner Bundesstraße stadteinwärts ab Salzburg Mitte auf der Eigner Straße und auch dem Kapuzinerberg entlang. Und Richtung Bischofshofen auf der B311 brauchen Sie weiterhin 15 Minuten länger wegen der Umleitung und der Sperre des Schönbergturms. Gute Fahrt. Kommt dazwischen Musik, dann liest er wieder und dann gibt es Musik. Und dann schlafen die meisten leider ein, so nach 35 bis 40 Minuten. Das ist total okay, also ich kenne das von mir und das haben wir versucht zu brechen. Deswegen nenne ich das so Performance eigentlich und szenische Lesung. Das heißt, die Musik fängt an, es beginnt mit Musik, es wird gelesen, es wird gesungen, wir alle singen, wir lassen die Musik und den Text ineinander übergehen. Also das ist es und dann wird improvisiert mit dem Publikum, wenn es ergibt. Also so sehe ich das. Okay, well listen, there are two evenings, one in Vienna, one in Munich, where Anke Engelke will be with you on stage. Mm-hmm. Yes, okay. Anke.